Es ist wieder soweit. Die Unternehmen senken die Preise, locken mit fetten Angeboten und versprechen günstige Deals. Jedes Jahr an dem Tag wird eine fette Shopping-Orgie gefeiert. Bei Amazon gibt es schon seit Anfang des Monats frühe Black-Friday-Angebote und auch die sozialen Netzwerke sind mittlerweile voll mit Werbung. 30, 50 oder sogar 70% Rabatt. Natürlich versandkostenfrei. Das alles im Namen des Black-Friday. Doch woher kommt er eigentlich und welches ernste Problem bringt er mit sich? Das ist die Wahrheit über den Black Friday. Der Black Friday stammt ursprünglich, wer hätte es gedacht, aus den USA. Es gibt ein Gerücht im Internet, das behauptet, dass der Name daher kommt, dass an dem Tag früher Sklaven verkauft wurden. Das wäre zwar wirklich ein Skandal, aber da ist einfach nichts dran. Der Sklavenhandel wurde schon 1865 abgeschafft. Und der Begriff Black Friday taucht aber erst das erste Mal in den 1950ern auf. So hat die Polizei von Philadelphia den Freitag nach Thanksgiving benannt. Das ist traditionellerweise der Beginn der Weihnachtseinkaufszeit und damals waren kilometerlange Staus und große Menschenmassen in der Innenstadt unterwegs und die Polizei hat sich darüber beschwert. Seitdem hat sich der Black Friday zu einem weltweiten Shoppingtag entwickelt. Wir werden mit niedrigen Preisen und besonderen Rabattaktionen auf die Websites und in die Läden gelockt. Und so vielversprechend die Deals auch klingen, sie lohnen sich vor allem für einen. Die Unternehmen. Denn die machen an dem Tag mehr Umsätze als an jedem anderen Tag im Jahr. In den USA ist ein riesiger Hype um den Tag entstanden. Ihr kennt vielleicht diese Bilder, wo die Leute sich um Fernseher, Smartphones oder Spielzeuge prügeln. Das gibt mit Sicherheit ein verdammtes Blutbad, Tom. Es werden Ambulanzen vor Ort sein und Stände mit Gesichterschminken und ohne Zweifel werden viele Menschen, die wir kennen und lieben, hier sterben. Frohe Festtage, Rick. Das wünsche ich dir auch, mein Freund. Das ist zwar South Park-Humor, aber es sterben wirklich gelegentlich Leute an dem Tag. Ich habe eine Seite gefunden, auf der werden die Verletzten und Tote durch den Black Friday gezählt. Man muss sich mal überlegen, wie absurd das eigentlich ist. Bei uns kämpft man im Geschäft um das neue iPhone und auf der anderen Seite der Welt kämpft man um den Zugang zu Trinkwasser. Mittlerweile ist der Black Friday auch in Deutschland angekommen, auch wenn er bei uns Gott sei Dank nicht solche Ausmaße angenommen hat. Aber eigentlich kennt ihn doch fast jeder. Der durchschnittliche Deutsche plant dieses Jahr weit über 200 Euro an dem Tag auszugeben. Das findet inzwischen natürlich zum Großteil online statt. Bei Amazon gibt es schon seit Anfang November frühe Black Friday Angebote, dann gab es jetzt eine Black Friday Woche und es kommt natürlich auch noch der Cyber Monday. Auch in sozialen Netzwerken gibt es jede Menge Angebote. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auf Instagram eine eigene Shopping-Kategorie, wo man wirklich nur Produkte kaufen kann. Ich dachte, das war mal ein soziales Netzwerk. Und auch auf YouTube gibt es jede Menge Videos mit den besten Black Friday-Angeboten. Es gibt sogar ein eigenes Genre, in dem YouTuber nur zeigen, was sie am Black Friday gekauft haben. Und ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht mal. Ich finde es schon traurig, dass wir uns so sehr daran gewöhnt haben. Die Unternehmen kämpfen um jede Sekunde unserer Aufmerksamkeit. Und wir fallen immer auf die gleichen Manipulationstechniken rein. Sie erzeugen zum Beispiel Druck, indem sie uns zeitlich befristete Angebote oder begrenzte Stückzahlen anzeigen. Und wir denken uns dann, oh shit, nur noch 3 verfügbar. Zeit läuft ab, schnell kaufen, bevor es zu spät ist. Es werden riesige Rabatte gegeben, die sich aber nur auf die unverbindliche Preisempfehlung und nicht auf den üblichen Verkaufspreis beziehen. Und wer kann schon behaupten, dass er gegen all die Sachen immun ist? Also ich habe schon häufig Sachen gekauft, die ich anfangs eigentlich gar nicht kaufen wollte. Aber so vielversprechend die Angebote auch klingen, die davon wirklich profitieren, sind die großen Unternehmen wie Amazon, Facebook, Nike oder H&M. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, jetzt spielt doch mal den Moralapostel. Was ist denn so schlimm daran, wenn die Unternehmen die Produkte günstig anbieten und uns zum Kaufen animieren? Das große Problem ist, dass sich die Rabatte fast ausschließlich auf unnötige Luxusprodukte beziehen. Sei es jetzt die neueste Version von Amazons Smart Home Geräten, die neueste Fast Fashion oder die Apple Watch vom letzten Jahr. Aber bei der macht man dieses Jahr wirklich ein Schnäppchen. Die kostet gerade nur 650 Euro. Und da steht Top Angebot. Da muss ich jetzt eigentlich schon zuschlagen. Kennt ihr das, wenn man spontan Dinge kauft und sich im Nachhinein fragt, warum man sie eigentlich gekauft hat? Mir ist das früher echt häufig passiert. Aber mittlerweile stelle ich mir deshalb jedes Mal, bevor ich etwas Neues kaufe, 3 Fragen. Warum will ich das Produkt? Weil die Werbung cool aussieht oder meine Freunde und Lieblings-YouTuber es haben? Oder weil es mir wirklich langfristig Nutzen oder Freude bringt? Zweitens, habe ich sowas Ähnliches schon? Ist mein Smartphone wirklich kaputt oder will ich einfach nur das neueste Modell? Und als letztes, brauche ich es wirklich? Und spätestens da muss ich fast immer Nein sagen. Denn von welchen Sachen kann man schon behaupten, dass man sie unbedingt braucht? Ich schaffe selbst nicht, mich immer an die Regel zu halten, aber dadurch lasse ich mir zumindest mehr Zeit für Kaufentscheidungen und kaufe nicht mehr irgendwelche unnützen Dinge im Affekt. Die Firmen wollen doch, dass wir in den Kaufrausch kommen. Man sieht ein Angebot hier, eine Rabattaktion da und schon liegen viel mehr Dinge im Warenkorb, als man eigentlich kaufen wollte.
Meine Sorge ist, dass die Leute dadurch ihr Geld für Dinge raushauen, die sie eigentlich gar nicht brauchen und dafür im schlimmsten Fall noch Schulden aufnehmen. Zum Beispiel beim Mediamarkt in Amazon wird immer mal Werbung dafür gemacht, seinen Kauf in Raten zu bezahlen. Und es scheint tatsächlich viele Leute zu geben, die das machen und Dinge kaufen, die sie sich eigentlich nicht leisten können. Und ich denke, das ist gerade in Zeiten von Covid-19 eine große Sache, weil da viele sowieso schon finanzielle Probleme haben. Und ganz zu schweigen von dem Einfluss, den der Black Friday auf die Umwelt hat. Jedes Jahr werden an dem Tag Millionen Tonnen von Müll produziert. Aber jetzt habe ich genug gerantet, denn der Tag ist ja eigentlich dafür da, um Weihnachtsgeschenke für die Familie zu kaufen. Bei mir in der Familie war es schon immer Tradition, an Weihnachten Geschenke zu machen und zu bekommen. Als Kind war ich immer mega gehypt auf die Bescherung, aber mittlerweile sind mir die Geschenke eigentlich ziemlich egal. Ich kann mir die Dinge einfach selbst kaufen und ich habe auch eigentlich alles schon, was ich brauche. Für mich sind Geschenke fast schon zu einer Belastung geworden. Ich muss jedes Weihnachten für alle Geschenke besorgen und am Ende werden das eh wieder irgendwelche Sachen sein, die die anderen nicht wirklich brauchen. Ich kriege jedes Jahr Unmengen an Schokolade und Plätzchen geschenkt, von denen ich schon am zweiten Weihnachtsfeiertag genug habe. Dann schenkt man sich gegenseitig Geschenkgutscheine, aber letztendlich schiebt man nur Geld hin und her und niemand hat was davon, außer die Unternehmen, die die Gutscheine verticken. Ich mache eigentlich echt gerne Geschenke, aber ich bin nicht besonders gut darin, Dinge zu finden, die die anderen wirklich brauchen. Deshalb habe ich letztes Jahr angefangen, selbstgemachte Sachen zu verschenken. Wir haben richtig geilen Mangolikör selbst gemacht und Cookies gebacken und das dann gemeinsam verschenkt. Und die anderen haben sich echt ziemlich darüber gefreut. Was ich auch eine richtig coole Idee finde, ist, Erlebnisse zu verschenken. Das muss jetzt auch kein teurer Gutschein für irgendeine Veranstaltung sein, sondern man kann sich ja selbst was ausdenken. Man kann zum Beispiel jemanden zum Essen einladen oder gemeinsam einen Film- und Spieleabend machen. Über sowas freut man sich doch viel mehr als über einen Gutschein für Amazon oder iTunes. Aber das sind nur meine Gedanken zum Thema. Schreib mir doch gerne mal, was du davon hältst und ob du dir irgendwas zum Black Friday holst. Ich find's cool, dass du auch solchen Content auf YouTube eine Plattform gibst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch gerne den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Hau rein! Der schwarze Freitag geht zu Ende und es gab Tote, Gewalt, furchtbares menschliches Verhalten. Und die großen Gewinner sind heute ganz eindeutig die Channel 9 News.